Hey und willkommen zu diesem kleinen Video. Es handelt sich hier nicht um ein Let's Play Video und es geht auch nicht um ein Spiel im weiteren Sinne. Also könnt ihr rein theoretisch auch wieder wegschalten, wenn ihr jetzt ein Spiel sehen wollt. Aber für alle, die jetzt nicht wegschalten, könnte es gleich sehr interessant werden. Zumindest wenn man DS-Spiele mag, beziehungsweise wenn man ein DS-Spiele abspielbares Gerät besitzt. Ihr wisst, was ich meine, oder? Naja, der Grund für dieses Video ist unter anderem, dass mir Kiddings ein paar Spiele zugeschickt hat. Sie hatten ein großes Lager scheinbar, wurde mir gesagt, und das musste leergeräumt werden. Und die hatten noch ein paar andere Spiele und dann dachten sie, komm, wir fragen den mal an, mit dem haben wir ja Kontakt, weil der spielt ja öfter mal Kiddings-Spiele. Hat er nicht irgendwie Verwendung oder möchte er es nicht seiner Community bereitstellen oder verlosen oder verschenken oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gerne, gibt her. Und das war jetzt vor mehr als einem Jahr leider, aber bei mir kamen ein paar private Sachen dazwischen, wie zum Beispiel Umzug und neuer Job und so weiter und so fort. Aber da mein Kanal jetzt 11 Jahre alt wird, und dann dachte ich mir, komm, das nehme ich jetzt als Anlass und mache eine Verlosung zu den Spielen. Ich habe mir jetzt da ein paar Regeln und Bedingungen überlegt und auch der Ablauf ist entsprechend geplant. Den werde ich sowohl in die Videobeschreibung packen, als auch nachher noch mal ganz kurz, anreißen. Aber jetzt erstmal zu dem Wichtigsten. Um was für Spiele handelt es sich? Es sind 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Spiele, die ich teilweise doppelt oder ein Spiel sogar dreimal habe. Es sind alles Nintendo DS-Spiele. Ich weiß gar nicht, welches Gerät die alle noch abspielen kann. Ich habe leider kein Gerät, das die abspielen kann und selbst wenn, wüsste ich gar nicht, wie ich das aufnehmen kann. Deswegen wird es dazu auch keine Let's Plays geben. Also wenn ihr da nicht weiterkommt, könnt ihr leider bei mir nicht schauen, wie geht's denn weiter oder wie hat er es denn gelöst. Das ist ein bisschen schade, aber naja, ich denke, ihr werdet auch sonst Spaß haben. Also ich fange jetzt erstmal an mit dem wohl interessantesten Spiel auf der Liste. Das habe ich auch gleich dreimal für euch. Und zwar handelt es sich um ein Nintendo DS-Spiel von Benjamin Blümchen. Vorschulspaß. Lernen, spielen und verstehen. Da steht jetzt keine Altersbegrenzung drauf. Aber ich nehme an, das ist ab 0 Jahren, weil es geht ja um die Vorschule. Und um was handelt es sich? Das macht Vorschulkindern Spaß. Lustige und abwechslungsreiche Übungen sorgen für schnelle Erfolge und jede Menge Motivation. Hier dreht sich alles um Zahlen, Buchstaben, Farben und Formen. Ja, das ist doch super, dass man mit Benjamin für die Vorschule lernen kann. Ich persönlich war nie in der Vorschule, oder? Doch, warte. Vorschule, ich hatte da, glaube ich, Französisch. Aber sowas wie Zahlen, Buchstaben, Farben und Formen hatte ich jetzt nicht. Aber gut. Jedem das seine. Wie gesagt, dieses Spiel habe ich dreimal für euch. Gut, dann kommen wir jetzt zu den vielleicht etwas lustigeren Spielen, sag ich mal so. Einmal ein Nintendo DS-Spiel von Bibi Blocksberg, Neustadt im Hexenchaos. Hier steht auch kein, dieses Spiel habe ich zweimal für euch und hier steht jetzt auch kein, für wie viele Jahren das geeignet ist. Ach doch, hier hinten steht das drauf. Für kleine und große Hexen ab 6 Jahren. Also, das ist doch eigentlich ganz schön. Ich gucke nochmal bei dem anderen. Bei dem Benjamin Blümchen-Spiel steht drauf, für kleine Entdecker ab 4 Jahren. Okay. Um was geht es denn in Bibi Blocksberg, Neustadt im Hexenchaos? Junge Hexe Shubia Wanza stellt ganz Neustadt auf den Kopf. Aus dem Hexbuch von Tante Mania hat sie verbotenerweise eine ganz besondere Hexerei ausprobiert und damit ein Riesenchaos in der ganzen Stadt angerichtet. Für Shubia ein großer Spaß, für die Bürger von Neustadt ein Albtraum. Und jeder hält Bibi für die Schuldige. Warum auch immer? Jetzt liegt es an dir, schlüpfe in die Rolle von Bibi und decke den Irrtum auf. Dazu musst du versuchen, das ganze Chaos wieder rückgängig zu machen. Ja, wie gesagt, das klingt ja richtig interessant, richtig spaßig und wenn Shubia auf dem
Cover auch schon so creepy schaut, dann wird das doch bestimmt ganz lustig. Und gleich im Anschluss habe ich auch noch ein Spiel, das habe ich jetzt einmal für euch von Nintendo DS-Spiel von Bibi Blocksberg, der verhexte Schatzschloss. Das ist ab 0 Jahren freigegeben und hinten drauf steht jetzt keine Alters, ja, Beschränkung. Also es ist für jeden Mann, ist für jedermann. Es ist ein Jump'n'Run mit 6 Flugleveln. Oha. Und 3 Minigames. Das ist doch eine Menge Spaß in einer kleinen Box. Bibis erstes Jump'n'Run. Erlebe eine spannende Schatzsuche mit Bibi. Sensationelle Ausstellung im Schloss Klunkerburg. Der Schlossschatz wird nur alle 10 Jahre im großen Thronsaal der Öffentlichkeit gezeigt. Bibis Schulklasse staunt nicht schlecht. Doch da passiert es. Aus Versehen verhext Bibi den Schatz, der sich daraufhin im ganzen Gebäude verteilt. Das ist also typisch Bibi. Aus Versehen macht sie den falschen Heckspruch, oder wie? Fliege, laufe und klettere mit Bibi durchs Schloss und hilf ihr dabei, den Schatz zusammenzusuchen. Bist du bereit für das Abenteuer? Ja, ich bin, also das wird mich echt interessieren. Also das klingt sehr spaßig, vor allem, weil auch Bibi, scheinbar kann man da Bibi verschiedene Kleider anziehen und so weiter. Das deutet doch sehr viel Spaß an. So, jetzt kommen wir zu den letzten zwei Spielen und ich glaube, das sind die beliebtesten, weil es handelt sich um Bibi und Tina. Erstmal eins, das habe ich nur einmal für euch. Und zwar ein Nintendo DS-Spiel, Bibi und Tina Jump and Ride. Lustiges Wortspiel. Ist auch ab 0 Jahren freigegeben und hinten steht auch keine Empfehlung drauf. Aber um was geht es denn? Erlebe ein rasantes Abenteuer mit Bibi und Tina. Als wenn es mit den beiden nicht immer rasant zugehen würde. Also die sind doch immer rasend schnell auf ihren Pferden unterwegs. 20 Jahre Martinshof. Grund genug für eine Riesenparty. Oh ja, das verspricht doch schon mal recht viel. Doch bevor es endlich losgehen kann, müssen sich Bibi und Tina auf die Suche nach alten Fotos machen, dabei knifflige Aufgaben lösen und viele versteckte Wege finden. Okay, das ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack, einfach alte Fotos suchen. Aber ich denke, es kann trotzdem sehr viel Spaß machen. Und jetzt kommen wir zu dem, aus meiner Sicht, dem größten Highlight überhaupt bei dieser Spiele-Verlosung von mir. Und zwar ein Nintendo DS-Spiel Bibi und Tina, die große Schnitzeljagd. Auch ab 0 Jahren freigegeben. Und was erwartet uns denn da Schönes? Dieses Spiel, wie gesagt, habe ich zweimal für euch. Auf die Pferde, fertig, los. Bibi und Tina starten zu einer spannenden Schnitzeljagd. Und du kannst mit dabei sein. Schlüpfe in die Rolle von Bibi oder Tina und reite von einer Station zur anderen. Löse dort die von Holger gestellten Aufgaben, vom kniffligen Weg durch das Schmetterlingslabyrinth, über die Suche nach versteckten Glücksbringern, gibt es noch viele spannende Herausforderungen für dich. Nach dem Wettreiten müssen Amadeus und Sabrina natürlich verpflegt werden. Das klingt so sehr nach einem klassischen Bibi- und Tina-Abenteuer, dass ich da richtig Lust drauf hätte, das zu spielen. Naja, so viel zu den Spielen. Ich denke, da könnte auf jeden Fall was für euch dabei sein. Und jetzt reiße ich nochmal ganz kurz die Regeln und Bedingungen an. Wie gesagt, die stehen alle nochmal etwas ausführlicher unten in der Videobeschreibung. Also erstmal zum Vorgehen, wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt. Ihr schreibt einen Kommentar mit eurem Wunsch, welches Spiel ihr gerne haben wollen würdet. Ihr könnt auch mehrere Spiele reinschreiben, aber dann kann ich nur eins davon berücksichtigen. Und das wird wahrscheinlich das erste Spiel, was ihr reinschreibt. Und im Grunde kann nur jeder ein Spiel gewinnen. Und wie suche ich dann die Gewinner raus? Ich werde nach einer Woche per Zufall für jedes Spiel einen Kommentar raus und beantworte dann diesen Kommentar. So nach dem Motto, du hast gewonnen, freu dich, juhu, ich freue mich auch für dich oder so irgendwie. Daraufhin müsst ihr mir eine Mail an die in der Videobeschreibung stehende Mailadresse schicken. Am besten mit eurer Adresse. Und dafür müsst ihr im Grunde
volljährig sein bzw. die Einverständnis eurer Eltern haben. Also man darf ab 14 Jahren mitmachen. Das ist auch gesetzlich so vorgeschrieben, dass man erst ab 14 Jahren da mitmachen darf. Und keine Sorge, ich werde damit verantwortungsbewusst mit dieser Adresse rumgehen. Es hat ja auch was mit Datenschutz zu tun und so weiter und so fort. Also ich lasse euch dann 2 Wochen Zeit, mir zu antworten auf meine Mailadresse. Und dann werde ich die Spiele für den Versand fertig machen. Und noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn ihr in den Kommentaren eure Adresse schreibt, dann werde ich diesen Kommentar löschen. Und das kann ich leider auch nicht berücksichtigen. Und das würde ich euch auch nicht empfehlen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Und wenn sich jemand innerhalb dieser 2 Wochen nicht gemeldet hat auf meine E-Mail-Adresse, dann werde ich einen neuen Gewinner für dieses Spiel heraussuchen. Ja, ich glaube, das war's erstmal. Und ich hoffe, ihr freut euch. Im Grunde bringt es auch nicht wirklich etwas, mehrere Kommentare zu schreiben, weil ich werde immer nur den ersten Kommentar berücksichtigen. Also eure Gewinnchance steigt nicht damit. Klar würde ich mich über mehr Kommentare freuen, aber damit es fair bleibt. Okay, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Kommentare schreiben, haut rein und bis zum nächsten Mal. Cheerio!